Herzlich willkommen zu Spiel 6 der ersten Playoff-Runde zwischen den Arizona Coyotes und den San Jose Sharks. Im letzten Spiel stand es 2-2, dann haben wir es heim mit nur einem 1-0 abgegeben für die 3-2-Führung für die San Jose Sharks, die jetzt heimspielen und in dieser Folge schon die Chance haben, in die zweite Runde einzuziehen. Wir haben natürlich das Ziel, dieses Spiel zu gewinnen und das Spiel 7 zu erzwingen, wo es dann 3-3 stehen wird. Außer natürlich, die San Jose Sharks gewinnen und gewinnen mit 4-2 in dieser Folge. Wir werden sehen, was passiert. Mike Emmerich, Eddie Olczyk sind hier, SAP Center ist bereit. Die Fans sind da, wir sind da. Die Spieler sind da, die Goalies sind da, alle sind da. Martin Henze gegen Joe Pavelski, Eröffnungsbulli. Jetzt kommt es drauf an, Auswärtssieg ist Pflicht, damit man es heimholen kann. Dafür hat man ja den Heimvorteil. So, Boettker um die Rundung. Rubada direkt mit dem Check, kommt leider nicht dazu. Holt ihn sich aber wieder, komm nochmal. Du holst dir den da. Der kommt da nicht mit Puck, Leuch. Dann eben der andere. Nochmal Rubada. Komm, nochmal. Schade. Komm doch mit Puck raus. So, jetzt hinten aufpassen direkt. Ekman Larsen mit dem Check. Bogosian hat ihn. Boettker und nicht direkt den Puck verlieren. Vorne haben wir Rubada. Einfach probieren. Oh, Schlägerbruch. Dann können die anderen eigentlich auch wechseln. So, Rubada gegengegangen. Sehr schön. Hänsel kann ihn sich dadurch holen. Oh, lässt ihn aber liegen. Spitzelt weiter. Boettker hilft aus und hat ihn. So. Erstmal tief gespielt, da war keine gute Anspielstation gerade. Und hinten natürlich wieder aufpassen. Gegner, Hörtl, der kommt da nicht durch. Bogosian, sehr schön. Und Boettker. Oh, den wollte ich liegen lassen für Rubada, hat nicht geklappt. Bogosian muss wieder mit hinterher. Und dann können auch bald die ersten Reihenwechsel her. Schön geblockt. Oh, Wingels. Der wird nach außen reflektiert. Ekman Larsen, Zetterberg und Zuccarello. Da ist die nächste Reihe schon drauf. Oh, der kommt über außen. Bogosian immer noch hinten. Kommt in die Mitte, nochmal rüber. Nieto, der Schuss, nochmal. Oh, Lettinen. Mit der äußersten Seite des Pads, vielleicht sogar schon der Schlittschuh. Da hat er uns aber gerettet. So, und Zuccarello stibitzt sich den Puck. Hält kurz an, legt ab. Zetterberg, oh, komm nicht, nochmal. Leider auch nicht nochmal zum Schuss. So, nachhaken da. Hägelin, Couture, oh, und jetzt Smith hinten als letzter gegen Wingels. Aber der Mitspieler ist auf die Auswechselbank gegangen. Strawman zu Zuccarello, Hägelin und Henrik Zetterberg, unser bester Spieler des Teams, rein von der Stärke. So, den halten wir, da kommt, oh, Strawman kriegt ihn nicht. Und die Nachrücker auch nicht. So, dann war Strawman nochmal. Vorne auf Tobias Rieder, zieht sich selbst nach außen, Pass in die Mitte, kommt leider nicht gut an. Braun auf Smith und Carlson nochmal drin gehalten, aber Vlasic direkt mit dem Puck. Und den kriegen wir. Und den hat Tobias Rieder. Den bringen wir rüber. Da kommt... Oh, Duclair verpasst. Und Bonino jetzt auch auf dem Eis. Direkt blockiert da vorne. Das machen wir gut in diesem Spiel. Aber dann darf hinten keiner rein. Im letzten Spiel haben wir es auch gut gemacht. Und ein einziger Schuss. Der Sharks ist reingegangen. Das ist dann natürlich ärgerlich. So, Anthony Duclair über außen. Unsere Nummer 10. Hält kurz an. Schießt selbst. Oh, oh, aus der Luft. Tobias Rieder. Aber unmöglicher Winkel. Und hinten aufpassen. Weber ist wieder da. Oh, oh. Er geht da durch. Der Schuss. Und Lettinen hat ihn. Den können wir hergeben. Denn da ist Weber. Und vorne. Oh, Spooner. Und wieder nie. Zweimal kommt der Pass da nicht ganz zu Max Domi. Schön nachgehakt. Oh, und der hat ihn leider nicht. Gegner. Sehr schöner Check. Alle raus. Wir können rein. Downey ist da. Spielt ab. Oh, und Spooner kriegt ihn gar nicht erst. Das ist unser Problem. Die Pässe kommen nicht an. Die Schüsse sind ja nicht das Problem. Wir kommen ja gar nicht erst zum Schuss. Wenn die Pässe ankommen, dann sind die Schüsse bestimmt auch drin. Anders geht er eigentlich gar nicht. Ansonsten wäre das alles dann noch frustrierender. Oh, den haben wir nicht gekriegt. Letzten Sekunden laufen. Smith nochmal hinten. Dylan. Oh, wir dürfen nicht aufhören zu spielen. Oh, und zum Glück ist der vorbeigegangen. Da haben sich die Verteidiger gerade auch nicht gut ansteuern lassen. Nieto nochmal auf den Boden gebracht. Das erste Drittel 0-0. Immerhin kein Rückstand. Im zweiten geht es weiter. 5 gegen 5. Nächsten 20 Minuten stehen bevor das Mitteldrittel dieses Spiels. Leider wieder kein Bulli gewinnt für Hänsel. Den konnten wir auch nicht direkt abluchsen. Oh, Pavelski direkt durch. Aber Lettinen hat ihn. In die Ecke. Ekman Larsen. Und Boettker. Radim Rivada. Auch der hat Tempo drauf. Wird aber gecheckt. Und nachhaken nach vorne direkt. Hinten jetzt Ward. Oh, Pavelski gegen Bogosian. Schön. Rubada hat ihn. Einmal kurz ausgewichen. Und Martin Hänsel weiter nach vorne. So, da ist er. Da kommt der Pass. Der Schuss. Oh, wieder kurz behindert da, dass der Pass nicht so ankommt, wie wir wollten. Bogosian hat ihn. Hänsel, der Schuss. Jetzt Rubada. Oh, wird auch von hinten gecheckt. Wir kommen einfach nicht vernünftig zum Schuss.
Immer ist irgendwer da. Burns jetzt auf Ward, der wird gecheckt. Pavelski gegen Ekman Larsen. Schön gestört, hat er noch. Der Schuss, Lettinen hat ihn. Und dann haben wir Ekman Larsen zu begoogieren und raus auf Radom Rubada. Die erste Reihe läuft ja. Oh, Zetterberg auf dem Eis, kriegt den Puck aber nicht. Nächster Check gegen Rubada, kann er noch wechseln gehen. Ekman Larsen steht hinten, auch die müssen bald wechseln gehen, die Verteidiger. Bogosian auch immer noch da. Würde ich schon fast sagen, unser Top-Verteidiger hier in den Playoffs. Bogosian. So, zu Grillo, jetzt rüber. Oh, wieder nicht. So, komm, nach Hagner. Oh, gibt das eine Strafe? Nee, Zetterberg, schön. Schade. Hägglin nach Hagner. Komm, schön. Aber nicht abgenommen, der hat selbst schon daneben geschossen. Das müssen wir ausnutzen, solche Fehler. Oh, Nieto, aber den haben wir. Strowman, Smith. Oh, das dauert immer. So, Karl Hägglin jetzt nach vorne. Über außen, in die Mitte. Oh, und da hält er den. Da kommt einmal der Pass an. Der war jetzt natürlich auch nicht, war keine optimale Position. Oh, Smith. Oh, haha, Strowman zu Grillo. Nick Bonino. Komm nach außen. Erstmal halten. Jetzt können wir in die Mitte, der Pass. Leider nicht der Schuss, jetzt aber. Und der rutscht da lang. Aber leider nicht ins Tor. Dritte Verteidigerreihe, vierte Angriffsreihe drauf. Spooner jetzt am Bulli-Punkt. Leider kein Bulli-Gewinn, aber da haken wir nach. Und weiter. Und weiter. Hinten wieder aufpassen. Das ist immer sehr, sehr hakelig, weil wir ziemlich offensiv spielen. Haben wir nur unsere zwei Verteidiger hinten, die das bisher aber trotzdem ordentlich machen. Oh, Spooner verliert ihn da leider. So, und jetzt aufpassen. Der Querpass darf nicht kommen. Sonst wird es hier ganz gefährlich. So, hier blocken. Torres. Oh, nicht zum Schuss kommen lassen. So, Stone. Spooner. Schön rausgespielt, Max Domi. Den spielen wir rum. Und dann müssen unsere Mitspieler kommen. Spooner, Downey. Oh, ich dachte, der Verteidiger kommt da runtergerannt, aber dann ist er doch stehen geblieben. Tja, leider Fehlpass. Und hinten wieder aufpassen. Der wird tief gespielt. Dann gehen wir selbst mit dem Verteidiger hin. Und über außen Anthony Duclair auf dem Eis. Auch noch mit ein bisschen Platz in der Mitte. Bonino kriegt ihn nicht. Oh, wird vorher schon da von den Sharks behindert. Bisschen gefährlich, aber wir konnten natürlich wieder nichts ausnutzen. So, der wird tief gespielt. Ganz gefährlich. So sind schon ein paar Tore gefallen. So, Tobias Rieder, letzten 10 Sekunden. Ein Schuss noch. Verzögern, schießen. Oh, und das Pad kommt raus. So, Burns dreht sich da gut raus. Und mit einem 0:0 geht es auch ins letzte Drittel. Wenig Tore in den letzten Spielen. Ja, das letzte wurde mit 1:0 für die Sharks unglücklicherweise aus unserer Sicht entschieden. Und bisher steht es auch noch 0:0. Jedes Tor kann spielentscheidend sein. Martin Hensel, leider auch diesmal kein Bulli-Gewinn. Hat natürlich mit der ersten Reihe der Sharks auch immer einen starken Center gegenüber mit Joe Pavelski. So, Bogosian über die Bande zu Boettger. Den hat er. Da haben wir Rubada. So, da drüben kommt er jetzt. Oh, Hensel verpasst. Ich glaub's nicht. Ey. Immer fehlt irgendwas noch bei diesen Pässen. Wenn er dann ankommt, treffen wir nicht. Also, es will einfach nicht. So, Lettinen in die Rundung wieder. Bogosian, renn doch nicht weg da, Boettger. Muss auf der Seite bleiben, sonst kommt der Pass nicht an. Und dann nimmst du den Puck auch nicht an. Da sind wir weggerannt vom Puck. Muss auf der Seite bleiben, dann macht er den offenen Passweg zu selbst. Eigentlich muss es doch andersrum sein. Naja, oh, lässt ihn sich abluchsen, aber Ekman Larsen auf Boettger. So, jetzt mach's vorne besser. Kurz abbremsen, wird drangehalten, den spielen wir rum. Da kommt Ekman Larsen nachgerückt selbst. So, hinten Bogosian. Oh, jetzt rennt er da nach vorne. Zetterberg. Oh, und Jones mit verdeckter Sicht sogar mit dem Save. Hägglin rutscht auch nicht durch. Jones mit dem nächsten. Und das, obwohl er den da so schnell hergegeben hat. So, jetzt Boettger. Ekman Larsen abgefälscht. Jawohl! Da ist es. Ich glaube, das war Henrik Zetterberg, der den da abgefälscht hat. Und genau sowas braucht man nämlich. So ein einfacher Schuss, der hat alles gehalten, da der Martin Jones. Henrik Zetterberg, Vorarbeit, Ekman Larsen und Boettger. Oh, fast aus der Zone rausgebracht. Dann der Schuss, relativ früh schon abgefälscht, aber Martin Jones geht gar nicht mehr auf die Knie. Und dann liegt da drin, 1:0 für uns. Enorm wichtiges Tor. Hinten aufpassen und vorne am besten nochmal nachlegen. Das ist jetzt unsere Taktik. Und vielleicht nicht mehr zu offensiv spielen. Oh, oh, oh. Da gibt es die Strafe. Interference. Anton Strollman. Ich dachte, er nimmt den Puck. Den haben wir hier direkt weggecheckt. Also direkt aufpassen hier. Domi und Bonino können das gut. Haben sie bewiesen. Bulli gewinnen. Stone bringt ihn raus. Oh, und Burns direkt in die Schlittschuhe. Dadurch hält er den ziemlich weit vorne. Aber wir stellen die Räume zu. Der kommt hier gar nicht rein. Jetzt leider. Carlson. Oh, und sie bringen ihn selbst raus. Da haben wir doch gar nichts gegen. Bonino hinten wieder aufpassen. Nur zustellen.
So, Ward kommt jetzt auch in die Zone. Aber da wird er direkt gecheckt. Ekman Larsen. Kann ihn nicht rausbringen. Hackt nach. Immer noch nicht. Oh, 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 oh. Alle in Schussposition, aber Max Domi. Schlägt Kapital, hat den Puck. Über außen. Und dann spielen wir ihn wieder rum. Ah, mit Bonino konnten wir da leider nicht nach und uns den holen. Aber einfach weiter stören, Passwege zumachen. Und dann klappt das hier schon. So, Stone außen gegen, kein Problem. Lettinen um die Rundung. Stone. Oh, riskant, aber da kommt Stroyman aus der Strafbox. Und da ist er frei durch. Wann, wenn nicht jetzt? Oh, und vorbei! So schön Five-Hole probiert. Und dann schlägt er den einfach da vorbei. So, jetzt der Pass, der Schuss. Zetterberg leider nicht mit dem Doppelpack. Uneigennützig von Zuccarello. Jetzt wieder. Jetzt macht das selbst. Aber auch der kommt nicht durch. Also, die Sharks natürlich in der Defensive immer noch voll da. Und da haben wir so viele Spieler und kriegen den Puck wieder nicht. So, Hägelin mit dagegen. So, komm, den hast nur du. Sehr schön. Hier, da wird er noch gehakt. Strafe provoziert. Sehr schön. Und Zuccarello weiter. Schön. Ganz klein und frech mit seinem Schläger. So, da vorne ist er doch. Ah, der kommt leider nicht durch zu Henrik Zetterberg. Aber wir führen, haben Powerplay. 5 Minuten 21 noch zu spielen. Die Zeit läuft für uns. Endlich mal wieder. Die ersten zwei Spiele der Serie gewonnen und danach die nächsten drei bis jetzt alle verloren. Zetterberg mit dem Gewinn. Dann mal Bogosian. Vielleicht abfälschen. Oh, Zetterberg stand da schon, aber nicht optimal geschossen. So, die Sharks halten den da erstmal. Aber den haben wir. Rubada, Zetterberg. Drüben steht er. Zuccarello. Hinten haben wir Stone. Bogosian, Zetterberg und jetzt vielleicht mal Bogosian. Ah, oh, nicht abgefälscht, sondern abgeschossen. Zuccarello auf Rubada, auch vorbei. Oh, Zetterberg konnte ihn sich nicht holen und keiner fängt ihn. So, Stone auf Bogosian und ab nach vorne. Ab nach vorne. Zuccarello mit dabei. Bogosian kann gerne wieder zurück. Oh, der war fast ein bisschen weit. Oh, Schuss. Der Schuss hat nicht geklappt und jetzt müssen wir aufpassen. 5 gegen 5 wieder, 3 Minuten 30 noch. Erstmal haben wir jetzt den Puck hier. Und den sollten wir nicht so einfach wieder hergeben. Wo sind die Stürmer? Ich will nicht mit Bogosian. So, da haben wir Zetterberg. Probieren. Oh. Aber wir haben ihn noch. Abgelegt. Der Schuss. Oh. Und der Schlägerbruch. Der zweite in diesem Spiel. Schön von Zetterberg. Weiter. Hinten aufpassen. Stone. Stone steht. Zetterberg kommt. Und aufpassen. Hägelin vor. Schön. Und rausgebracht. Vielleicht einfach, dass der Passweg blockiert war, auch wenn wir ihn nicht berührt haben. Zum Fehler gezwungen. Letzte Minute läuft schon. Nieto bringt ihn tief. Dann haben wir Bogosian. Der bringt ihn einfach weiter jetzt. Aber Müller ist da. So, schön von Duclair. Weiter Bogosian. Der hüpft da lang. Jetzt müssen wir aufpassen. Reader, den hast eigentlich nur du. Stone hilft aus und den haben wir. Letzte halbe Minute. Komm, einfach drin halten. Jetzt müssen wir es schlau lösen. Oh, das war nicht schlau. Genau das Gegenteil. Wir sind ausgepowert. Goldies raus. Bogosian schön nachgehakt. Reader hat ihn. Und jetzt rennt einfach und mach ihn. Oh, da wird er noch gecheckt von Brent Burns. Aber er rennt selbst rein. Reader jetzt. Mach es klar. Oh, nö. Aber da war Duclair. Der hat den Puck aber nicht. Das ist sehr ungünstig. Und die letzten 10 Sekunden laufen schon. Der wird rumgespielt. Da war Stroyman. Bring ihn raus. Oh, nee. Weg da. Oh, da kann ich gar nichts mehr zu sagen, ey. Wenn wir hier keine spannenden Spiele haben, Freunde. 3 zu 3. Spiel 7 steht an. Und das wird mal eine ganz heiße Kiste. Das alles entscheidende Spiel. Ey, da legen wir den da vorbei. Das hätte die Entscheidung sein müssen. Den leider vorbeigemacht. Und dann kam der Schuss von Ekman Larsen. Da sieht man es sehr schön. Nur ein bisschen abgefälscht und gerade so unterm Pad durch von Henrik Zetterberg. Ja, aber genau so muss das sein, genau so muss das laufen, genau so will ich das sehen. Wieder nur ein Spiel, ein Tor in diesem Spiel gefallen. Und jetzt gucken wir auf den Playoff-Baum, wie viele Spiel-Siebenen es gibt. Denn in der Eastern Conference war nach 5 Spielen noch kein Spiel entschieden. Links erstmal, Colorado führt noch 3-2 gegen Nashville, 3-3 bei uns, die anderen waren schon durch. Und die anderen haben alle noch nicht gespielt. Nun gut. Ach, wir simulieren noch bis zum nächsten Spiel, dann hat sich das geändert. Tut mir leid, habe ich nicht gesehen. So, dann gucken wir jetzt mal. Fangen wieder oben links gleich an. Colorado ist durch. Rechts 3-3 zwischen Pittsburgh, Philadelphia, zwischen New York Islanders und Detroit. Montreal ist durch. Und 3-3 zwischen Tampa Bay und Ottawa. Das heißt, es laufen jetzt noch 4 Begegnungen. Wir die einzigen in der Western Conference. Und 4 Begegnungen gehen ins Spiel 7. Das kommt in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis dann. Tschüss!